Mittlerweile hat sich im Stadion rumgesprochen in Stuttgart. Da führte VfB 1:0. Zu diesem Zeitpunkt wäre der FC Bayern deutscher Meister. Hoeneß und Tor! 2:0 für den FC Bayern München. Eckball Michael Rummenigge. Da war er wieder da, der Lange, der so oft gescholten wurde. Sie sehen das in der Zeitlupe. Dieter Hoeneß in der 25. Minute zum 2:0 für den FC Bayern München. Wie angewurzelt blieb die Abwehr der Gladbacher stehen. Jetzt kann auch Udo Lattek ein bisschen schmunzeln. Lachen tut er ganz wenig auf der Bank beim FC Bayern. Borussia Mönchengladbach mit Kraus, dem Außenverteidiger. 8 Minuten vor dem Halbzeitpfiff. Hannes, doch die Bayern dazwischen. Ja, sie stehen souverän. Die Abwehrkette des deutschen Meisters, unterstützt von den Mittelfeldspielern wie hier Lothar Matthäus, auch Sören Lerby, defensiv orientiert. Michael Rummenigge, Matti geht, Wohlfahrt. Ja, da lauerte Dieter Hoeneß. Die Gladbacher Abwehr kennt natürlich die Kopfballstärke des Münchners. Er wird gut abgeschirmt bisher. Außer einmal beim Eckball, da machte er das 2:0. Jetzt wieder Gladbach. Bisher enttäuschend, aber jetzt Mill und Pfaff. Und wieder die Bayern. Wohlfahrt, der ist schnell. Kostbett ist noch schneller. Gut abgekürzt im Winkel, der Torhüter von Borussia Mönchengladbach. Das müssen die letzten Sekunden vor dem Halbzeitpfiff sein. Sören Lerby ist das. Schiedsrichter Wiesel lässt möglicherweise etwas nachspielen. Eine längere Verletzungspause, bedingt durch einen Foul von Augenthaler an Wilfried Hannes. Die letzten Sekunden im Olympiastadion laufen. Vor der Halbzeit 2:0 führt der FC Bayern. Und kommt mit Hansi Flügler. Rummenigge. Da hat er viel Platz. Und verpasst hat da Dieter Hoeneß. Die Gefahr noch nicht vorbei, jetzt aber klärt Hans-Günter Brunz.